Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem ganz kurzen PlayStation 5 und Call of Duty Cold War News Update. Ganz spontan wurde die Alpha angekündigt von Call of Duty. Es sind bekannt die Preise für die PlayStation, der Release, Vorbestellung und so weiter. Bevor ich jetzt aber genau ins Detail gehe, switche ich schon mal in diese Szene. Dort sehen wir schon mal 4-minütiges Gameplay von der PlayStation 5 gecaptured von Call of Duty Cold War. Wie es um die Alpha steht, wie groß der Download ist, wann wir sie spielen können und so weiter, gleich im Detail, um was uns da auch alles erwarten wird. Starten wir erstmal mit der PlayStation 5. Gestern gab es einen PlayStation 5 Showcase Livestream. Um 22 Uhr startete der. Dort wurde der Release und der Preis genannt. Leider gab es ein gewisses Vorbestellerchaos. In dem Livestream wurde nämlich nicht genannt, wann wir sie vorbestellen können. Einige Zeit später nach dem Livestream hat Sony dann einen Tweet rausgehauen und hat das mal noch eben nachgelegt, die Informationen. Und wir konnten sie dann kurz danach schon vorbestellen. Das war aber so nicht geplant. Heute im Laufe des Tages sollte sie erst vorbestellt werden können. Und aber nach dem Tweet waren auf einmal alle Plattformen geöffnet und auf einmal war alles ausverkauft. Und die meisten gucken in die Röhre, echt mega, mega eklig. Und es weiß gerade aktuell noch keiner, ob es noch eine gewisse Menge an PlayStations gibt, die nachgeliefert werden, dass wir alle irgendwie die Chance noch haben, das vorzubestellen zu einer Uhrzeit, wo jeder normale Europäer auch wach ist. Ich zeige euch zuerst mal die Preise, damit wir jetzt mit dem Hate mal aufhören. Aber es ist wirklich absolutes Chaos, hätte ich nicht gedacht. Hätte man aber eigentlich auch wissen müssen. Hallo Sony, sehr schade. Wir haben einmal die digitale Version ohne Laufwerk, soll 400 € kosten, und die Version mit Laufwerk 500 €. Kommen wir direkt zum Release. Und das ist, was mich auch mega, mega aufregt. Es sollte eigentlich einen weltweiten Release geben, wird es aber leider nicht. Am 12. November wird sie released in den USA, in Kanada, in Mexiko, Japan, Korea, um genau zu sein, Südkorea, Neuseeland und Australien, habe ich glaube ich schon genannt. Und erst am 19. November im Rest der Welt, was mich mega, mega ärgert. Also, naja gut, können wir jetzt nicht ändern, aber viel wichtiger wäre es wirklich, dass, ich sage mal, all die, die das gestern Abend oder in der Nacht eigentlich verpasst haben und das Glück hatten, sich eine PlayStation vorzubestellen, die gucken jetzt in die Röhre. Lasst mich in den Kommentaren gerne mal wissen, ob ihr vielleicht das Glück hattet, konntet euch eine vorbestellen. Ich habe leider kein Glück gehabt. Ich habe es heute Morgen um 9 Uhr erst mitbekommen, dass sie vorbestellbar war, und habe mich gewundert. In dem Livestream wurde doch überhaupt nichts davon erwähnt. So, jetzt kommen wir aber zum Detail oder zu den Details für Call of Duty Cold War zur Alpha. Das wurde nämlich gestern in dem PS5 Showcase ganz spontan erwähnt. Heute zum 17. November ab ca. 17 Uhr können wir die Alpha pre-downloaden. 25 GB soll der Download groß sein, und morgen, den 18. September bis zum 20. September 19 Uhr, können wir die Alpha starten. Achso, 19 Uhr morgen natürlich auch der Start. So, was soll es alles in der Alpha geben? Es wird erwartet, und das ist das, was noch nicht bestätigt ist, aber einige größere YouTuber durften ja das Spiel schon testen, und es wird erwartet, dass genau dieselben Modis und Maps morgen bei der Alpha spielbar sein werden. Und das soll, um genau zu sein, gibt es einen 6 vs. 6 Modus in drei verschiedenen Varianten. Team Deathmatch, Abschuss bestätigt und Stellung auf drei verschiedenen Maps. Einmal Miami, Moskau und Satellite. Dann gibt es noch einen Modus Combined Arms. Das ist ein 12 vs. 12 Modus. Um genau zu sein, Herrschaft ist die Variante, die wir da zocken können. Und im 12 vs. 12 Modus soll es zwei Maps geben. Einmal Crossroad und einmal Aramda, wenn ich das richtig ausspreche. Und es soll voraussichtlich 13 Waffen schon in der Alpha zur Verfügung geben, die wir zocken können. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich möchte auf jeden Fall die Alpha morgen auf Twitch streamen. Ich denke mal, dass ich spätestens 19 Uhr live sein werde. Alle meine Stammzuschauer wissen, dass ich normalerweise auf YouTube streame. Ich habe aber vor, jetzt meine zukünftigen Livestreams alle auf Twitch rauszuhauen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr da einschaltet. Link natürlich in der Videobeschreibung. Sollten euch die Informationen gefallen haben, würde ich mich natürlich über jeden Daumen nach oben freuen. Seid ihr neu auf meinem Kanal, habt Bock auf mehr Informationen zur PlayStation 5, falls es da vielleicht nochmal irgendwelche Infos gibt, oder zu Call of Duty Cold War, lasst mir gerne ein Abo da, würde ich mich wirklich sehr, sehr drüber freuen. Das war's von mir. Ich wünsche euch schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.